Ja, Hallöchen. Da sind wir wieder. Und zwar heute wieder mit einem Set von MJ, also MJ oder wie auch immer. Eine chinesische Firma. Habe ich ja letztens den kleinen Ortang schon von gezeigt. Und die haben mehrere Sets in dieser Buchreihe, sage ich mal. Unter anderem Ortang hier das Schiff als Magic Ship bezeichnet. Setnummer, muss ich eben schauen, 13019 mit 919 Teilen. Es ist natürlich die Black Pearl. Ja, das ist klar, das ist eindeutig, das ist die Black Pearl. Anleitung, ich lege sie einfach mal hier hin. Brauche ich jetzt nur zum Ablesen, weil ich mir das irgendwie gerade nicht merken konnte. Jo, so sieht es erstmal aus. Gucken wir uns erstmal die Funktion an. Man hat hier vorne so ein Rädchen, da kann man dran drehen. Dann sollte eigentlich das Schiffchen sich bewegen. Das Problem ist, dass das nicht so hundertprozentig so funktioniert, wie ich das gerne möchte. Ihr seht, wenn ich jetzt hier kurbel wie so ein Blöden, dann geht das Schiff so ein bisschen rauf und dann hakt es mal wieder. Da muss man dann mit Gewalt drüber gehen. Sage ich euch gleich auch noch, woran das liegt. Ich möchte es jetzt nicht überstrapazieren. Das ist unten hier unten drin so eng. Ich nehme das Schiff mal kurz ab, weil das sitzt nur hier auf vier Noppen auf. Dann gucken wir uns erstmal das Schiffchen an. Segel bedruckt, oben die Fahne bedruckt. Es gibt keine Aufkleber in dem Set. Auch schön gebaut hier mit dem Zulaufenden. An der anderen Seite seht ihr es besser, dass es so zuläuft. Auch das Heck, dass es so ein bisschen nach außen kommt, ist schön gemacht. Es ist natürlich alles im absoluten Miniaturformat. Man kann hier aufklappen. Ihr seht, dann hat man die Kanonenrohre dahinter. Sind natürlich jetzt nur drei. Es werden wahrscheinlich wieder sagen, da gehören aber 12, 15, 30 hin. Keine Ahnung, ist mir egal. Hier vorne so eine, ja, selbstgebaute Minifigur mit Druidenarmen und einem Kopf. Ist jetzt natürlich alles schwarz in schwarz. Sieht man nicht so gut. Ansonsten ist cool gemacht. Ja, ist innen natürlich soweit hohl, klar. Lassen wir jetzt mal so stehen. Hier an der Seite. Dann hat man hier den Mechanismus. Kann man unten auch sehen. Da sind zwei große Zahnräder in Transclear drin. Ansonsten hat man halt hier oben blau und weiß und Trans Blue und was ist da noch? Irgend noch so ein anderes Trans Zeug. Das Problem ist, dass in dem Bereich hier in diesem Bereich unten drin, ist das so eng, dass, beziehungsweise die Achsen sind ein ganz kleines Stückchen zu lang, ein ganz kleines Stückchen zu lang, sodass die Achsen quasi, wenn man das Zahnrad hat, und da geht die Achse durch zwei Zahnräder und einen Brick durch. Dann müsste ja eine Dreierachse sein. Die ist aber 3,01 oder so lang. Keine Ahnung. Sodass die, wenn das exakt dazwischen ist, passt das nicht. Dann hakt das immer so ein bisschen, weil die irgendwie an einen Brick drankommt, der halt zur Stabilisierung dient. Das Buch ist wie beim letzten Mal auch schon ganz cool gebaut. Ist ganz lustig gebaut. Hier die Teile sind nur reingelegt an der Seite, damit das so ein bisschen die Blätterform gibt. Ansonsten ist das Buch ähnlich gebaut wie halt das andere. Hier sehe ich gerade, ist ein Brick nicht richtig fest und das muss sein, weil das muss ich euch gleich noch zeigen. Lustig ist, ich habe keine Ahnung, wofür das hier sein soll. Also es kommt hier raus. Klar, wenn ich jetzt hier dran drehe, ja, dann dreht sich da, glaube ich, in der Mitte der Zahnrad dreht, also die Stange dreht sich mit. Jetzt geht es auch ein bisschen besser, wie ihr seht, ja. Warum geht das jetzt auf einmal? Das ist aber doof. Naja, egal. Aber die Pins an der Seite, ich habe keine Ahnung, wofür die sind. Es wird in der Anleitung nichts beschrieben. Gar nichts. Also da steht nichts in der Anleitung. Ich habe extra nochmal nachgeguckt, auch bevor ich das Video gemacht habe, ob ich irgendwas vergessen habe. Nein, habe ich nicht. Ich habe keine Ahnung, warum. Ist halt ein schnuckeliges kleines Set. Ist hier dann halt mit Hingeplates gebaut, hier wo das so zugeht und so. Was Qualität angeht, mal gucken, wie kommt das denn da drauf, das Schiffchen? So, jetzt versuche ich nochmal zu drehen, wie ihr das ein bisschen sehen könnt. Warum auch immer, jetzt funktioniert es. Ihr seht, ne, das soll so auf den Wellen so rauf und runter. Ich habe natürlich ein geiles T-Shirt dafür an. Na, tolle Wurst. Aber egal, ihr seht, es funktioniert, aber es ist halt ein bisschen mühsam. So, kommen wir mal. Na, ich stelle das aber ein bisschen gerade wieder hin. Ich mag es, wenn es eher gerade steht. So. Kommen wir dann zur Qualität. Fliesen etc. natürlich Mikrokratzer drauf. Ansonsten
Nicht hochglänzend wie bei Lego zum Beispiel, kann ich persönlich aber mit leben. Klemmkraft sehr durchwachsen. Ich habe einige Steine hier, speziell hier vorne und hier hinten, also an dieser Stelle vorne und hinten, beziehungsweise eher hinten, da sind halt zwei Bricks, die halt beim Drehen die Fliehkräfte nach außen, speziell nach oben, abhalten müssen. Seitlich geht's noch. Und wenn die nicht überbaut wären, würde es gar nicht funktionieren, weil die heben sich sofort raus. Nicht so gut. Da ist die Klemmkraft echt nicht so gut. Während hier außen bei den Fliesen zum Beispiel, da kann man fast wieder einen Hammer nehmen, um die drauf zu kloppen. Also sehr, sehr durchwachsene Klemmkraft. Was gar nicht geht, da habe ich auch schon überlegt, ob ich mir da von Lego irgendwo die Ersatzteile raussuche. Hier oben die Stangen, die schwarzen. Die sind halt sehr, sehr lang. Wie ihr sehen könnt, eine Stange geht von hier bis hier und dann geht die andere geht von hier bis quasi zum Boden des Schiffs. Problem ist, dass das, was ich hier drüber schieben muss, so schwer und so eng geht, dass ich wirklich mit Gewalt da dran gehen musste. Und dann muss ich ja noch einen bestimmten Abstand haben, um das Segel hier einigermaßen entweder so gebläht oder wie hier ein bisschen gespannt hinzukriegen. War eine Katastrophe, war eine echte Katastrophe. Ich bin ja normalerweise nicht so penibel und pingelig, aber das meines Erachtens ist ein Mangel, der das Set im Prinzip für Kinder zumindest oder auch für Jugendliche, 12, hier steht 12 plus drauf, ein 12-Jähriger kriegt da nicht hin. Ich musste wirklich mit Gewalt die Dinger da drauf schieben. Ja, mit Hämmerchen ging auch nicht, weil das halt teilweise nicht symmetrisch ist. Das heißt, ich habe keinen Angriffspunkt gehabt zum quasi draufhämmern. Ging gar nicht. Ich habe auch schon Angst gehabt, dass mir die Stangen durchbrechen dabei. Gott sei Dank nicht passiert. Jetzt ist es natürlich so, dass man den Abstand von den Segeln nicht sofort hinkriegt. Das heißt, im Prinzip im eingebauten Zustand muss man dann nochmal hin und her schubbeln so ein bisschen. Also hier oben das Teil zum Beispiel, wo dann hier die heißen die Rahen, die Dinger? Keine Ahnung, wo die Dinger dran sind hier. Ja, also hier, wo das Gestänge dran ist. Muss man das nochmal verschieben. Und das ist eine Katastrophe, ehrlich gesagt. Absolute Katastrophe. Optisch finde ich für die Größe super, super gut gelungen. Ich finde super praktisch, auch wenn hier natürlich ein riesen Spalt ist. Ich weiß nicht, ob ihr den jetzt so sehen könnt. Auch wenn hier da unten natürlich ein riesen Spalt ist. Hier irgendwo da ist ein riesen Spalt. Natürlich wird das Schiff so nicht schwimmen, aber rein optisch. Es soll halt im Regal stehen, soll gut aussehen. Dann diese Stoffsegel ist halt immer eine Frage, will man gebrickt, aber gebrickte Segel in der Größe, ich bitte euch, nein. Ansonsten halt die Drucke hier drauf auf dem Segel und auf dem Segel hier vorne. Richtig cool gemacht. Hier oben diese kleine bedruckte Fahne. Finde ich sehr, sehr schön. Ich mag diese Buchsets. Es gibt noch drei weitere, glaube ich. Außer den Ortenk. Also insgesamt gibt es vier weitere. Den Ortenk habe ich ja, das Ding habe ich. Dann gibt es noch ein Taj Mahal und ein Harry Potter Set und noch irgendwas. Da weiß ich aber jetzt nicht mehr, was es ist. Gefallen mir allerdings alle drei nicht. Harry Potter ist nicht mein Thema. Sieht zwar nett aus, aber ist überhaupt nicht mein Thema. Ich habe ein einziges Set von Harry Potter hier, weil ich das einfach von der Optik her bombastisch finde. Nicht, weil es Harry Potter ist, sondern das ist von Mold King, dieses große 78x78 große Hogwarts. Ansonsten habe ich kein einziges Harry Potter Set. Und das wird auch so bleiben. Bis auf dieses. Ups. Ich baue hier gerade wieder alles auseinander. Macht nichts. So, ja. Wie gesagt, qualitativ nicht so wirklich primär aufgrund der Stangen zu empfehlen. Wer Schwierigkeiten hat, dass eine konsistente Klangkraft braucht, die mindestens auf Lego-Niveau ist, auch nicht zu empfehlen. Für alle anderen, die es ins Regal stellen wollen und sich nicht scheuen, ein bisschen Kraft aufzuwenden oder die Stangen vielleicht einzuölen, ich habe es nicht probiert, vielleicht funktioniert es dann, ja, kann ich das Set empfehlen. Also ist so eine 50-50-Empfehlung, sage ich jetzt einfach mal. Ich würde es mir nicht nochmal kaufen. Erstens, Black Pearl ist nicht so hundertprozentig mein Thema, also Fluch der Karibik nicht so hundertprozentig mein Thema. Ich fand es halt süß und Preis habe ich noch gar nicht gesagt. Mit einem Preis von 25 Euro habe ich mir gedacht, für 919 Teile kann man nicht viel falsch machen. Zur Not sortiere ich sie wieder wo ein. Aber ich finde das ganz nett, kann man so stehen lassen. Vielleicht kommen mir noch mehr Sachen aus der Buchreihe von MJ, die ich mir gefallen lassen kann. Ja, und dann ja, wünsche ich euch wie immer zum Abschluss einen angenehmen Abend, Mittag, Morgen, Nacht, wann auch immer ihr das Video schaut.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.